Herzlich willkommen zu Promis im Fokus mit eurer Erklärkatze Diablo. Viele Paare haben sich bei Let's Dance schon gefunden. Was Amira Pocher dazu sagt, seht ihr direkt nach dem Intro. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Amira und Oliver Pocher haben selbst bei Let's Dance getanzt. Im vergangenen Jahr schaffte es Amira mit Tanzpartner Massimo Sinato ins Halbfinale, während ihr Mann 2019 mit Christina Luft auf dem 7. Platz landete. Somit haben die beiden viel Zeit auf dem Tanzparkett der RTL-Show verbracht. In jeder Staffel gibt es auch immer wieder Gerüchte über Liebesbeziehungen zwischen den Stars und Profis der Sendung. In der Vergangenheit wurde spekuliert, mit wem Ekaterina Leonova zusammen ist. Dieses Jahr fragen sich viele Fans, wie es um die 36-Jährige und Timon Krause steht. Die beiden heizten die Spekulationen mit ihrer Rumba an, da sie sich zum Schluss sehr nahe kamen und prompt im Studio das Licht ausging. In der neuesten Folge von Die Pochers sprachen Amira und Oliver jetzt darüber, dass bereits einige Paare durch die Sendung zusammengekommen sind. In der Show haben sich schon einige Tanzpaare kennengelernt und verliebt. Dazu zählen Rebecca Mir und Massimo Sinato, die 2012 gemeinsam in der Show tanzten. 2015 gaben sie sich das Ja-Wort und wurden 2021 Eltern eines Sohnes. Auch Luca Henny und Christina Luft wurden ein Paar, nachdem sie sich in der Sendung kennengelernt hatten. Die beiden sind mittlerweile verlobt und leben gemeinsam in der Schweiz. Oliver Pocher witzelte jetzt mit Blick darauf, dass sich immer mal wieder Tanzpaare ineinander verlieben. Amira Pocher fügte hinzu: Du weißt doch, wie es ist. Wir waren beide da. Weder du noch ich haben in diesem legendären Hotel geschlafen, wo alle immer untergebracht sind, die anreisen. Ich kann nur sagen, wenn diese Wände sprechen könnten, dann hätten die einige Geschichten zu erzählen. Das ist Fakt. Und weiter, natürlich gibt es da ein bisschen Spaß und die feiern auch immer nach den Shows. Das ist auch super, es kann sich jeder ausleben, wie er will. Aber es ist klar, wenn man so eng zusammen ist und dann auch noch feiert und Alkohol fließt, dass man sich einfach näher kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar oder Like. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth.